Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da unpersönliche Verben yani kişisel olmayan fiillerden sadece es zamiriyle kullanılan ve başka ben, sen, o kişi zamirleriyle kullanılmayan fiilleri göreceğiz. Bunlar genellikle hava durumunu ifade etmek için kullanılan fiillerdir. Bu fiillerimiz schneien, regnen, hageln, donnern, dämmern fiilleridir. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, roman vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz schneien, kar yağmak anlamına geliyor. Präsens, es schneit, kar yağıyor. Es schneit, es schneit. Präteritum, es schneite, kar yağıyordu, kar yağdı. Es schneite, es schneite. Perfekt, es hat geschneit, kar yağdı. Es hat geschneit, es hat geschneit. Tekrar edelim. Es schneit, es schneit, es schneite, es schneite. Es hat geschneit, es hat geschneit. Futur 1. Es wird schneien, kar yağacak. Es wird schneien, es wird schneien. Futur 2, es wird geschneit haben, kar yağmış olacak. Es wird geschneit haben, es wird geschneit haben. Plusquamperfekt, es hatte geschneit, kar yağmıştı. Es hatte geschneit. Es hatte geschneit. Tekrar edelim. Es wird schneien. Es wird schneien. Es wird geschneit haben. Es wird geschneit haben. Es hatte geschneit. Es hatte geschneit. Örnek cümlemize geçelim. Es schneite im letzten Winter so stark, dass die Menschen nicht zur Arbeit gehen konnten. Geçen kış o kadar yoğun kar yağdı ki insanlar işe gidemediler. Tekrar edelim. Es schneite im letzten Winter so stark, dass die Menschen nicht zur Arbeit gehen konnten. Es schneite im letzten Winter so stark, dass die Menschen nicht zur Arbeit gehen konnten. Diğer fiilimiz regnen, yağmur yağmak anlamına geliyor. Präsens, es regnet, yağmur yağıyor. Es regnet, es regnet. Präteritum, es regnete. Yağmur yağıyordu, yağmur yağdı. Es regnete.
Es regnete. Perfekt. Es hat geregnet. Yağmur yağdı. Es hat geregnet. Es hat geregnet. Tekrar edelim. Es regnet. Es regnet. Es regnete. Es regnete. Es hat geregnet. Es hat geregnet. Futur bir. Es wird regnen. Yağmur yağacak. Es wird regnen. Es wird regnen. Futur iki. Es wird geregnet haben. Yağmur yağmış olacak. Es wird geregnet haben. Es wird geregnet haben. Plusquamperfekt. Es hatte geregnet. Yağmur yağmıştı. Es hatte geregnet. Es hatte geregnet. Tekrar edelim. Es wird regnen. Es wird regnen. Es wird geregnet haben. Es wird geregnet haben. Es hatte geregnet. Es hatte geregnet. Örnek cümlemize geçelim. Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Bugün bütün gün yağmur yağdı. Tekrar edelim. Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Es hat heute den ganzen Tag geregnet. Diğer fiilimiz hageln, dolu yağmak anlamına geliyor. Present, es hagelt, dolu yağıyor. Es hagelt, es hagelt. Präteritum, es hagelte, dolu yağıyordu, dolu yağdı. Es hagelte, es hagelte. Perfekt, es hat gehagelt, dolu yağdı. Es hat gehagelt, es hat gehagelt. Tekrar edelim, es hagelt, es hagelt. Es hagelte, es hagelte. Es hat gehagelt, es hat gehagelt. Futur bir, es wird hageln, dolu yağacak. Es wird hageln, es wird hageln. Futur iki, es wird gehagelt haben. Dolu yağmış olacak. Es wird gehagelt haben. Es wird gehagelt haben. Plusquamperfekt. Es hatte gehagelt. Dolu yağmıştı. Es hatte gehagelt. Es hatte gehagelt. Tekrar edelim. Es wird hageln. Es wird hageln. Es wird gehagelt haben. Es wird gehagelt haben. Es hatte gehagelt. Es hatte gehagelt. Örnek cümlemize geçelim. Heute war das Wetter sehr wechselhaft. Es hat zuerst gehagelt und danach geregnet. Bugün hava çok değişkendi. Önce dolu yağdı, sonra da yağmur yağdı. Tekrar edelim. Heute war das Wetter sehr wechselhaft. Es hat zuerst gehagelt und danach geregnet. Heute war das Wetter sehr wechselhaft. Es hat zuerst gehagelt und danach geregnet. Diğer fiilimiz donan, gök gürlemek, gümbürdemek anlamına geliyor. Donan fiili
es haricinde diğer kişi zamirleriyle de kullanılabilir. Yani gürlemek gibi Türkçede de kullanılır. Gürlemek, kızmak anlamında. Prisons es donat. Gök gürlüyor. Es donat. Es donat. Präteritum es donate. Gök gürlüyordu, gök gürledi. Es donate. Es donate. Perfekt. Es hat gedonnert. Gök gürledi. Es hat gedonnert. Es hat gedonnert. Tekrar edelim. Es donnert. Es donnert. Es donnerte. Es donnerte. Es hat gedonnert. Es hat gedonnert. Futur bir, es wird donnern. Gök gürleyecek. Es wird donnern. Es wird donnern. Futur iki, es wird gedonnert haben. Gök gürlemiş olacak. Es wird gedonnert haben. Es wird gedonnert haben. Plusquamperfekt, es hatte gedonnert. Gök gürlemişti. Es hatte gedonnert. Es hatte gedonnert. Tekrar edelim. Es wird donnern. Es wird donnern. Es wird gedonnert haben. Es wird gedonnert haben. Es hatte gedonnert. Es hatte gedonnert. Örnek cümlemize geçelim. Sie hat seit ihrer Kindheit Angst, wenn es bei Gewitter blitzt und donnert. Çocukluğundan beri fırtınalı havada şimşek çaktığında ve gök gürlediğinde korkuyor. Tekrar edelim. Sie hat seit ihrer Kindheit Angst, wenn es bei Gewitter blitzt und donnert. Sie hat seit ihrer Kindheit Angst, wenn es bei Gewitter blitzt und donnert. Diğer fiilimiz dämmern. Gün ağarmak, ortalık hava kararmak anlamına geliyor. Präsens, es dämmert. Gün ağırıyor. Es dämmert. Es dämmert. Präteritum, es dämmerte. Gün ağırıyordu, gün ağırdı. Es dämmerte. Es dämmerte. Perfekt. Es hat gedämmert. Gün ağırdı. Es hat gedämmert. Es hat gedämmert. Tekrar edelim. Es dämmert. Es dämmert. Es dämmerte. Es dämmerte. Es hat gedämmert. Es hat gedämmert. Futur bir, es wird dämmern. Gün ağaracak. Es wird dämmern. Es wird dämmern. Futur iki, es wird gedämmert haben. Gün ağarmış olacak. Es wird gedämmert haben. Es wird gedämmert haben. Plusquamperfekt, es hatte gedämmert. Gün ağarmıştı. Es hatte gedämmert. Es hatte gedämmert. Tekrar edelim. Es wird dämmern. Es wird dämmern. Es wird gedämmert haben. Es wird gedämmert haben. Es hatte gedämmert. Es hatte gedämmert. Örnek cümlemize geçelim. Es dämmerte bereits, als sie abends zu Hause ankamen.
Akşam eve ulaştıklarında hava çoktan kararıyordu. Tekrar edelim. Es dämmerte bereits, als sie abends zu Hause ankamen. Es dämmerte bereits, als sie abends zu Hause ankamen. Bu dersimizde schneien, regnen, hageln, donnern, dämmern fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.